So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, und ich habe wieder ein Mail bekommen und zwar von Johnny. Der hat mir letztes Mal auch was geschickt und jetzt nochmal. Wahrscheinlich will er ziemlich viel Werbung machen hier. Denke ich mal. Ich habe mal noch Karten abgekauft, wo ich noch nicht hatte, von der aktuellen Serie von der 365. Das werdet ihr gleich sehen. Falls ihr mir auch was zuschicken wollt, ihr müsst aber nicht, dann schickt es bitte hierhin. Andreas Stürmer, Postfach 12 21 31 55 743 Ida Oberstein. Ja, falls ihr dem Johnny was zuschicken wollt, ich denke mal, das darf ich hier zeigen. Johnny Kupke, Postfach 11360664 0. Den Ort kann ich leider hier nicht entziffern, sorry. Das hätte er mal richtig draufschreiben sollen hier. Aber ja. Und jetzt kommt erstmal das Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir mal, was der Johnny mir hier geschickt hat. Ich habe schon reingeguckt, also das ist schon einiges. So. So. Also den Brief darf ich auch vorlesen. Habe ich auch geguckt. Also ich gucke immer vorher rein, ob man vorlesen darf oder nicht. So. Okay. So, hier kommen wir erstmal hier zum Brief. Hier steht es drauf. Darf vorgelesen werden. Gucken, ob wir das entziffern können, was er geschrieben hat. Und zwar: Hallo Stürmer. Wenn du von der FIFA 365 2019 Karten brauchst, ich habe noch so viel. Dann schreiben wir einfach über Insta, okay. Blop. Ja. Ich denke mal, Johnny wollte noch schreiben, aber. Also, ich schmeiße auch keinen Brief weg, also. Ich habe die alle noch hier. Alle, wo mir geschrieben haben. So, da hat er mir hier ein Heft zugeschickt: Panini-Vorschau. Neuheiten Mai, Juni 2018. Hier ist Deadpool drauf. Also, so ein Heft hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich glaube, das ist verkehrt rum. Hier ist noch eine Karte drin. So, hier ist Werbung. Keine Ahnung. So, das ist wahrscheinlich hinten, so wie ich sehe. So, hier ist vorne. Hier haben wir Batman Metal. Das DC-Event 2018 von Scott Snyder und Greg Capullo. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier Werbung ein, also hier oben Hashtag Werbung, ne? Weil ich einen Namen nenne hier, Panini. Müssten wir jetzt eigentlich in jedem Video machen, wahrscheinlich. Das wollen die so, dann machen wir das auch so. So, Sondereditionen Batman Metal Box. Oh yeah. Metall, also eine Tin wahrscheinlich. So, also ich gehe das Heft mal schnell durch hier. Batman. Also Batman finde ich auch nice. Flash. Also ich lese hier und alles vor, das ist Quatsch. Ich gehe das hier mal ganz schnell durch. Ups. So. Marvel Legacy Special. Avengers. Dann haben wir hier
Spider-Man. Eine aufregende neue Ära beginnt für Peter Parker. Da ist ja, kommt ja auch, glaube ich, jetzt ein neues Spiel raus. Oder es ist, glaube ich, schon draus. Deadpool. Dann haben wir hier die klassischen Marvel-Ikonen treffen ihre aktuellen Nachfolger. So, schnell weiter. Ich will euch jetzt nicht alles zeigen hier, sonst geht das Video zu lange. Ich kann ja ein bisschen langsamer umblättern, dann könnt ihr anhalten, wenn ihr was sehen wollt. So. Na? So. Star Wars. Was haben wir hier? Torchwood. Oh, hier Matt. Gibt's die immer noch? Tatsache, da gibt es immer noch Mad. Oh, hier Simpsons, die sammle ich ja, die Comic-Serie hier. Oh, hier steht sogar drin, was es alles gibt. Also, wann es rauskommt. Was ist das hier für ein... steht das hier drauf? 1850. 29.06. ist auch schon rum. Ja. Batman, so, Simpsons Comic nochmal. Weiter. Und das war's dann. So, dann kommen wir mal zu den Karten, wo ihr mir geschickt habt. So. Ich glaube, die hat er mir extra dabei gelegt hier. Denke ich mal, diese hier, die hier auch, glaube ich. Ich glaube, die habe ich mal abgekauft, denke ich mal. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wir haben wieder einen Goldstopper Ederson von Manchester City. Hier haben wir Fans Favorite Ralf Fährmann von Schalke. Nur noch mehr drin? Ne, zwei. Wir haben hier Martinez von Inter Mailand als Impact Signing. Wir haben hier Nainggolan von Inter Mailand. Grüße gehen an Julian. Hehe, der weiß warum. Calderon von Neapel als Keyplayer. Wirklich nur zwei Karten dran habe ich. Und Buffon, Impact Signing von Paris. Dann haben wir hier FIFA World Cup Heroes, Harry Kane. Und hier haben wir noch eine Limi von Iker Casillas von Porto. So, da hat er mir hier noch Wichnowski, neuer Transfer von Freiburg. Eine Match Attack Serie hier, die rote oder dunkelrote, keine Ahnung. Steht ja nicht drauf, welche Saison das ist. Das ist echt schade. So. Dann haben wir hier nochmal von der roten hier. Und zwar haben wir hier Jungwirth von Darmstadt. Dann haben wir hier Nastasic von Schalke. Also er geht gut mit den Karten und sehe ich mal. Da ist nichts dran. Ich habe auf Stickerman schon mit einem getauscht. Da sehen die Karten aus wie gehunzt. Also da ja. Augsburg Teigl. Dann haben wir hier Rudnevs von Köln. So, dann hat er mir noch ein paar
Ah ne, hier ist noch eine. Hier sind noch welche, sehe ich mal gerade. Ich dachte, das wären alle. Dann haben wir hier noch Kalmar von Leipzig. Dann haben wir hier Philipp Rosiner von vom 1. FC Union. Dann haben wir hier Chandler von Frankfurt. Grüße gehen an Langley und die Buddies. Also Buddies United. So, dann haben wir hier noch von der FIFA World Cup. Von der Russia hier. Dieser hier. Da haben wir wieder von Kroatien. Hier haben wir Christian Rodriguez von Uruguay. Dann haben wir hier Ricardo Rodriguez von der Schweiz. Dann haben wir Jan Vertonghen von Belgien. Also die Serie habe ich eigentlich schon fast voll. Da fehlen mir nicht mehr so viel. Das meiste sind, glaube ich, Limmies, wo mir noch fehlen und so. Matthew Ryan von Australien. Dann Saul Guez von Spanien. Sagen wir einfach Saul. Dann haben wir hier Martial von Frankreich. Weltmeister. Dann haben wir Atsu Fiverr von Costa Rica. Carlos Sanchez von Uruguay. Paul Pogba von Frankreich, auch ein WM-Held. Robin Olsen von Schweden. Diego Reyes von Mexiko. Jesse Lingard von England, die auch eine gute WM gespielt haben. Dann hier Ndiaye von Senegal. Und von Peru Pedro Galese. So, das hat er mir alles zugeschickt. Echt einwandfrei. Die Karten sehen super aus. Also keine Knicke und gar nichts. Also da kann man schon top sagen, also Daumen hoch. Und erstmal Entschuldigung mit der Facecam, die spinnt ein bisschen. Okay. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und gebt einen Daumen nach oben. Falls ihr mir auch was zuschicken wollt, ihr habt am Anfang gesehen, die Adresse. Ihr könnt sie auch immer unten in der Videobeschreibung sehen. Und ja, Daumen nach oben bitte und nicht nach unten, weil ich habe jetzt mal ein Video gemacht. Ich weiß nicht, warum man da ein Dislike geben muss. Das frage ich mich nämlich. Da kann man doch mal einen Grund reinschreiben, warum, was dem nicht gefällt, was man verbessern kann vielleicht. Ja. Aber einfach mal ein Dislike. Ja. Und falls du noch kein Abonnent bist, dann kostenlos bitte abonnieren. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao.